Total und herzlich willkommen bei Hall of the Fame. Yes, the whole Facebook Fame. Ihr seid die Besten der Besten. Das muss noch, aber ihr seid jetzt schon die Besten. Ihr seid die Besten darum in der Hall of Fame. Ihr habt für Unterhaltung, für Witz, Spontanität, Lachen, Weinen. Ihr habt vor der Kamera gestanden und ihr habt uns unterhalten. Und darum gehört ihr in der Hall of Fame. Facebook gehört uns nicht. YouTube gehört uns nicht. Star Wars gehört uns nicht. Nein, wir gehören uns selber. Und wenn wir Entertainer sind, wenn wir auf der Bühne stehen, um Leute mitzureißen, wie Melanie Scheiter, Nina Ramershofen, Van Wölke, Prashant, ja sogar die anderen, alle, die da jetzt auftauchen werden. The Hall of Fame, ein Dankeschön an alle Künstler bei Facebook. Ein Dankeschön dafür, dass es euch gibt. Ein Dankeschön, dass ihr arbeitet und es wird Zeit, dass eure Arbeit honoriert wird. Ja, was man aus diesem Award vielleicht machen könnte oder aus der Hall of Fame Facebook ein Award machen könnte im Jahr 2019, 2020, das weiß ich noch nicht. Ich habe mir das ausgedacht, weil ich Dankeschön sagen möchte zu jedem Einzelnen, der dort erscheinen wird. Wie Liza Lewis zum Beispiel jetzt bei RTL mit ihrer Sendung. Es gibt Extremkünstler, Künstler und noch extremere Künstlerinnen, Künstler etc. pp. Darum ist das ein Hall of Fame für alle Künstler aller Sparten. Welche Sparte nachher dominiert, das entscheidet ihr bei einem Award. Ihr werdet sicherlich irgendwann mal eine Stimme abgeben für jemanden und zu sagen, der kommt jetzt für dieses Jahr auf Platz 1. Damit werden wir im Jahr 2019 mit anfangen. Ja, dann werden wir mal schauen, welches ist das beste Showreel? Wer ist der beste Künstler? Wer hat was gebracht und wirklich gepunktet? Gut, Arnold und Sly, die beiden, die haben hier zwar was zu suchen, weil damit auch ganz kurz was mit zu tun gehabt, aber die werden niemals hier in dieser Rubrik ernsthaft bewertet werden, sondern du. Du bist Künstler. Du hast was drauf. Du hast uns überzeugt. Du hast uns wirklich überzeugt durch deine Arbeit. Ja? Du warst auf der Bühne, hast uns überzeugt mit deiner Stimme, mit deinem Aussehen. Da sind natürlich unsere Frauen mit gemeint. Stimmgewaltig sind dann die Herren gemeint, die durch ihre Komik mit ihrer Vielseitigkeit aufgefallen. Ja, die halt den Macho raus haben oder den Gauner, den Gangster oder halt den liebevollen Nachbarn von nebenan, den liebevollen Vater. So manche traurige Rolle übernommen, halt Schauspieler. Ja. Künstler. Künstler, die vor der Kamera stehen und ihre Kunst performen. Das ist der Hall of Fame. Und Facebook, wie gesagt, gehört uns nicht. Ist auch nicht gerade sozial zu betrachten, das Ganze. Und YouTube kann sein, dass wir auch bald da nicht mehr zu sehen sein werden. Aber irgendwie werden wir das schon auf die Reihe bekommen. Wir wissen eh nicht, was Europa so treibt. Was die Politiker so treiben. Die Politiker sind an sich die Schauspieler, die uns aber die kriegen kein Honorar, weil die verdienen ja schon genug für ihre Lügen mehr, die sie da auf den Weg bringen, weil positiv ist es nicht, was Politiker treiben und deswegen wird auch die Hall of Fame politisch frei bleiben. Hier hat Politik nichts zu suchen. Nein, nur, wie gesagt, der Schauspieler, der Künstler an sich. Der Künstler aller Sparten wird hier honoriert. Auch die Extremen, ja, im Schattenreich, ihr wisst schon, oder ganz extrem im Fleischeslustbereich. Im Dunklen wie im Hellen sollen hier The Hall of Fame, die wirklich Facebook ein bisschen zu Facebook gemacht haben, die dazu beigetragen haben, wie Nina Ramershofen in Hamburg mit ihrer Sendung aufgesattelt, hat ja auch eine Menge beigetragen. Ist ja auch jetzt in einem Regionalprogramm
zu sehen. So manch einer ist in irgendeinem Regionalprogramm zu sehen, denn Deutschland ist vielfältig, hat 16 Bundesländer und in 16 Bundesländern sind irgendwo ganz viele Künstler, nicht nur in Köln, in der Hochburg. Ja, also diese Hall of Fame ist am 11.11. um 11.11 Uhr ins Leben gerufen worden. Auf der einen Seite die Narrentei und auf der anderen Seite die Künstler, die also auch in der Narrentei zuständig, aber auch in der ernsten und weniger ernsten Kunst zu Hause. Dafür ist The Hall of Fame bei Facebook gegründet und einer hat es gegründet. Euer AWR Movie mit seinem Sondersender NRW TV seit 1995. Und auch die Frau Schreinemacher ist wieder unterwegs. Auch sie arbeitet an einer neuen Geschichte. Auch sie wird sicherlich Facebook bereichern. So, wir waren in der Vergangenheit und gehen auch in die Zukunft. Prashant ist ja auch dabei, ein indisch-deutscher Künstler aus Göttingen, der auch seit vielen Jahren Film macht, auch bei RTL eine Sendung hatte, wie mal Melanie Scheite, die auch bei RTL ganz kurz zu sehen war. Nur Prashant hatte dort mal ein Hauptact. Ja, er war da der Hauptbösewicht, wo die anderen beiden Herren Polizisten von Cobra übernehmen sie. Alarmstufe Rot, auf Deutsch gesagt, für die Autobahnpolizei bei Action Concept. So, Action Concept ist auch eine gute Firma, die könnte man auch in die Rubrik Hall of Fame übernehmen, als gute Produktionsfirma, die uns halt auch bereichert hat mit ihren sogenannten Filmchen. So, ja, einen muss ich natürlich auch gratulieren, der müsste an sich auch in den Hall of Fame, der ist ganz neu, der hat in Dortmund wunderbaren Western gedreht. Und hat auch einen guten Schauspieler unter Vertrag gehabt, der bei der Clown, auch unter Action Concept damals in Szene gesetzt, gefilmt hat in der Serie. Und auch diesen Film, muss ich sagen, Hut ab, in Dortmund gedreht als Western. Die Monologie, Dialogie, der Prolog und so weiter war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber war halt mal ein Western, wo eine sich da umgelegt hat mit einem Derringer und aus ihr kam der Rauch nach raus. Ich meine, noch dramaturgischer kann man den Tod gar nicht, oder den Selbstmord gar nicht in Szene setzen wie in diesem Western. Müsst ihr auf Hall of the Fame gehen, bei Hall of the Fame, hier bei Facebook, sind die besten Künstler, die aufgefallen sind, weil sie gute Kunst haben. Ja, sie machen gute Kunst, sie machen gute Performance, sind in ihren Rubriken einige der Besten. Ja, ob nur im Dirty-Bereich da oder in The Best-Bereich oder halt im Film-Moderationsbereich. Jeder ist dort irgendwie zu Hause. Auch Comedy, ja, und Slapstick haben da einige schon gepunktet. Und darum sind sie in The Hall of Fame. Natürlich, zum Schluss muss der Egon, unser Schnellzeichner, auch genannt werden. Klaus F. Schaße, also der Egon halt, der wunderbare Karikaturen macht, die auch euch, er kann auch euch also er kann auch euch ablichten mit dem sogenannten Buntstift. Ja? Und sieht halt gut aus, wenn er loslegt. Sind also alles verdammt gute Künstler, die über Jahre Facebook bereichert haben und darum sind sie ab sofort in the Hall of Fame bei Facebook. So, ich begrüße euch total recht herzlich und ich hoffe, es kommt noch mehr dazu. Es fallen tagtäglich welche auf, die aber noch ein bisschen brauchen, um in the Hall of Fame eingegliedert zu werden. Es wird wohl wachsen. Und dann wird irgendwann der Award stattfinden, der Beste der Besten in the Hall of Fame bei Facebook. Und dann schauen wir mal, wer sich da im Pokal abholen kann. Frank Montenbrug ist so eine Art Self-Entertainer, der mehr vor der Self-Kamera arbeitet und gute Sachen macht, für Kinder unterwegs ist, da einige Sachen macht, Kicken für Kinder, das heißt also, dass Kinder ein bisschen mehr Schutz erhalten und so weiter und so fort. Das ist sein Metier, ist also auch aufgefallen. Er war natürlich auch bei Stromberg, wie diverse andere auch bei Stromberg waren, die dann halt sich so auch in Hall of Fame, wie Prashant zum Beispiel, der nicht nur bei Stromberg gepunktet, sondern im ZDF gepunktet. In diversen Spielfilmen hat er ja schon gepunktet. Wie Van Wölk zum Beispiel, ganz neu hinzugekommen, wirklich ein erstklassiger Entertainer bzw. Schauspieler, den man auch buchen kann, der auch einem das Schauspielen
beibringen könnte und so weiter. Also er ist schon im Shortcut-Bereich, er ist also auch schon in Großmovies dabei gewesen und hat sich natürlich auch hier bei Hall of Fame sich einen Platz erarbeitet. Also noch einmal, das sind die Besten der Besten aus Facebook. Aber um der Beste zu werden, muss natürlich noch ein Award gemacht werden, wo ihr selber dann punkten könnt. Wer nachher die höchste Punktzahl hat, ist dann the best of the best of the Hall of the Fame. Ja, und dann schauen wir mal, ob das so weitergeht. Es macht unheimlich viel Spaß, von diesen Entertainern Showreels zu sehen oder richtige Filme zu sehen, also real. Es sind auch Realkünstler dabei, die bei RTL, Leila Lewis zum Beispiel, ja, die da jetzt ihre neue Rolle hat als Lehrerin, als Extremlehrerin. Ja, so ein Hauch von Erotik dabei, warum nicht? Jeder hat seine Kunstrichtung. Der eine ist erstklassiger Musiker, ja, die kommen nämlich auch demnächst. Also Künstler aus allen Sparten wird in the Hall of the Fame wie klang- und sanglos, ja, die aus Herten, nee, irgendwo da Harvest, das ist so Richtung Niederlande kommen die her, die sind verdammt laut, die Jungs, aber machen verdammt gute Musik, ja, man hat richtig Stimmung, wenn die Jungs da aufmarschieren und Gas geben. Sie waren in Berlin, haben da live performt, sind momentan on Tour, haben performt. Ich hatte das große Vergnügen, sie vor der laufenden Kamera zu haben, eine Reportage zu machen, darüber zu berichten und auch aufzuzeichnen. Es hat viel Spaß gemacht, mit so manch einem Künstler gearbeitet zu haben in den letzten vielen, vielen Jahren. So, jetzt kommen neue Jahre, die nicht so lustig sind, weil die EU einige Sachen auf den Weg bringt, die wir nicht gutheißen. Ist halt so. Einige gehen auf die Straße mit falschen Plakaten, anstatt die zu sagen, ey Leute, das reicht mir, Schnauze voll. Macht doch mal was für die Bürger, macht doch mal was für uns. Lass uns leben, lass uns Spaß haben am Leben und denk nicht immer nur an euch und an den Schwachsinn Geld. Geld ist zwar wichtig, aber so wichtig auch wieder nicht, sondern selbst ist man wichtig. Man kann auch mit 10 Euro leben und essen und trinken, ist alles richtig, aber wir haben alle dasselbe Recht. Nicht nur wir Künstler, die tagtäglich an der Kunst arbeiten, mit der Kunst arbeiten, mit dem Künstler arbeiten, wir haben auch das Recht, zu werden. Ja? Also noch einmal, ich bedanke mich total recht herzlich bei Melanie Schalter, die ein erstklassiges Showreel am 11.11.2018 gepostet hat, wo sie gezeigt hat, wo sie war, mit wem sie war und was sie gemacht hat. Und sie hat eine Menge schon gemacht und meiner einer freut sich jedes Mal, wenn er irgendwo was sieht, was sie da gerade auf den Weg gebracht hat. Nicht nur, also die Kamera liebt Melanie Schalter und das macht richtig Spaß. Rita Nina Rammershofen mit ihren Pferden, mit ihren Schauspielereien, mit ihren Sachen, mit ihren Awards in Hamburg macht auch unheimlich viel Spaß, sie kennengelernt sozusagen zu haben bei Facebook. Ja, ihre Arbeiten bewundert, diese Unterhaltung und diese Show und das alles richtig schön auf den Weg gebracht. Alle anderen ist klar, die hat man in den Hauptrollen gesehen. Bei der besonderen Serie Stromberg hat sich da so alles ergeben, das ist ja schon fast 10 Jahre, ja, wo Stromberg uns erfreut hat. Und daraus sind natürlich einige übrig geblieben, mit denen es richtig Spaß macht zu arbeiten oder selber zu arbeiten, sie auch kennengelernt zu haben, Auge in Auge Gespräch geführt, also oder am Telefon sich aus und so weiter wie mit Wölke. Das hat so viel Spaß gemacht, mit solchen Schauspielern, mit solchen Koryphäen sich ausgetauscht zu haben. Also wie gesagt, einfach ist es nicht, die Welt der Kunst, und vor der Kamera arbeiten auch nicht. Hinter der Kamera macht es unheimlich viel Spaß, da irgendwas in Szene zu setzen, mit irgendeinem da zu arbeiten. Aber wie gesagt, vor der Kamera, das ist immer so eine Sache, genau das hinzubekommen, dass ihr Interesse habt, dieses oder jenes zu sehen. Und dafür ist Hall of Fame Facebook nun gegründet. Da dürft ihr euch reinklicken bei den Musikern, Schauspielern, Entertainern, Erotik und Extremkünstler, das wird wachsen und ihr könnt dann da reinspringen und euch mit denen dann austauschen und alle Künstler können sich miteinander austauschen und daraus kann eine Menge erwachsen. So, in dem Moment, wo ich jetzt sage, macht's gut, ist der Moment, wo alles anfängt auf the Hall of Fame bei Facebook.